Bericht aus Schwilpa. Wunderbar, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich. Und zum ersten Tag des lebendigen Adventskalenders 2018. Das ist das 12. Jahr, wo wir das machen. Angefangen habe ich das mal mit meiner Mutter zusammen. Und in diesem Jahr, vielleicht haben das einige schon gesehen, wir hängen ja immer diese Plakate auf. Überall im Ort, da kann man sehen, an welchen Termin man wohin gehen kann. Ist also für jeden überall offen und man kann einfach mal hingehen und sich mit Menschen unterhalten, die man vielleicht im Winter sonst nicht so häufig auf der Straße trifft. Jetzt bin ich schon gefragt worden, ja, jetzt gibt es hier überall Glühwein und Punsch. Und wo kann ich denn das bezahlen? Bezahlen kann man hier eigentlich gar nicht. Da hinten stehen zwei Spendendosen. Und jedes Jahr im November treffe ich mich mit allen Gastgebern, die an der Veranstaltung teilnehmen wollen und Gäste empfangen wollen. Und da entscheiden wir, wo diese Spendengelder, die an den Abenden gesammelt werden, hingehen. Und in diesem Jahr gibt es drei Spendenziele. Einmal ist das die OBS Patenteich, die ja hier ist. Die kennen bestimmt alle, das ist die Haupt- und Realschule. Und die machen eine ganz tolle Präventionsarbeit mit ihren Schülern. Und da müssen sie manchmal mehr Geld ausgeben, als sie bekommen leider von ihrem Schulträger. Und deswegen wollten wir da gerne was hinspenden. Ja. Dann gibt es noch ein zweites Spendenziel. Das, also wer das nachher nachlesen möchte, ich lege das dann nochmal neben die Spendendosen. Und zwar ist das für das Seniorenheim am Taubenkamp. Und da gibt es eine sehr aktive Mitarbeiterin, die kauft immer so ein bisschen Sachen ein, und damit die Leute im Haus auch mal einkaufen können, dass denen nicht so langweilig wird. Und die können das Haus oft nicht mehr verlassen. Und dann haben die Möglichkeit, an so einem Marktwagen kleine Einkäufe zu machen. Mal ein paar Kekse oder so, was man mal so auf dem Zimmer gebrauchen kann. Und dafür wollen sie für dieses Spendengeld so einen Marktwagen anschaffen. Und das dritte Ziel ist in diesem Jahr, das haben viele bestimmt schon von gelesen, das war in der Braunschweiger Zeitung, der Jimmy Eichholz, der hier in Großschwilpa gewohnt hat und eine Erzieherausbildung gemacht hat und relativ starke Behinderung hat, konnte einen Führerschein machen und will sich jetzt auch ein Auto anschaffen. Aber der Umbau, damit er mit seiner Behinderung in diesem Fahrzeug fahren kann, kostet 30.000 Euro. Und wer so ungefähr weiß, was ein Erzieher oder eine Erzieherin verdient, kann sich vorstellen, dass er da sehr lange sparen müsste. Und da hat er aufgerufen, ob man ihm etwas spenden möchte, und wir wollten das gerne unterstützen. Also, wer hier heute Abend was verzehrt und gerne was dafür spenden möchte, sehr gerne da in die Spendendose. Wer sagt, das ist ja eine tolle Veranstaltung, lebendiger Adventskalender, da möchte ich auch gerne mal mitmachen. Ich wohne in Schwilpa und der kann sich gerne in dieser Liste eintragen für 2019. Da stehen schon ein paar Leute drin, aber man kann sich noch eintragen. Ja, und heute Abend, bei unserem Abend, das heißt ja deshalb auch lebendiger Adventskalender, weil meine Mutter und ich, als wir damals damit angefangen haben, haben wir gesagt, wir würden das eigentlich ganz toll finden, wenn die Leute so überall so ein kleines Erlebnis auch haben können. Manche haben Geschichten vorgelesen, bei manchen wird zusammen gesungen. Und dieses Jahr hat meine Mutter sich bereit erklärt, eine kleine Geschichte zu erzählen aus Schwilpa sozusagen. Also herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Rahmen ist für meine kurzen Ausführungen. Sie wollen ja schließlich miteinander sprechen und ihr wollt ja miteinander sprechen. Es wird nicht allzu lange dauern, höchstens 10 Minuten. Ja, also Heike hat mich gebeten, doch mal so ein bisschen was von dem zu erzählen, was seit vielen Jahren so bei mir sich zu einem Hobby entwickelt hat. Und zwar hat es eigentlich begonnen schon in Kindheitstagen.
Meine Großmutter, meine Mutter haben immer sehr, sehr viel aus ihrer Kindheit von ihren Erlebnissen erzählt. Und irgendwo graben sich solche Berichte auch in das Gedächtnis ein. Vieles ist mir heute noch präsent. Ich bin ja aufgewachsen, eine geborene Holster als viertes Kind, da hinter der Kirche, wo jetzt auch immer der Markt stattfindet. Ja, dann bin ich mit 20 Jahren, also sehr jung, habe ich geheiratet und bin mit meinem Mann hier eingezogen. Also seit über 50 Jahren ist dieses Haus und Grundstück so zu meinem Zuhause geworden. Erst habe ich mich ein bisschen schwer getan, war doch alles völlig anders als in meinem Zuhause. Ja, und davon wollte ich so ein bisschen berichten. Ja, wenn man arbeitet, Kinder hat und noch tausend andere Hobbys, dann hat man eigentlich gar nicht so die Zeit, so sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Vor Jahren habe ich so im Garten, der ja sehr, sehr groß ist, gegraben, gehackt, gehakt. Und immer wieder kamen mir kleine Tonscherben vor die Füße. Die habe ich dann mal gezielt eingesammelt. Also oben in meiner Wohnung habe ich ein Riesentablett. Und dann trat bei mir die Frage auf, wie alt sind die eigentlich und wer hat die benutzt und wie wurden die benutzt und wie haben die Leute früher gegessen, wie haben sie gekocht, wie sah überhaupt ihr Alltag aus. Vieles kann ich nicht mehr so beantworten, also da will ich jetzt auch das Thema so verlassen. Nur eines, ein Bekannter, der sich gut mit alten Scherben auskennt, sagte mir, dies ist die älteste Tonscherbe und die gehört so zu einem Dreibeingefäß, das über offenem Feuer verwendet wurde und ist aus dem 16. Jahrhundert. Viele anderen Scherben sind neuer, hier ist so eins mit Sieb. Da wurde sicherlich Sahne gewonnen für die Butterherstellung. Ja, hier ist was Buntes, das ist noch gar nicht so sehr alt. Gut, das war so das eine. Dann habe ich in den Hinterlassenschaften der alten Schapers auch mal so Postkarten gefunden. Postkarten nehmen ja nicht viel Platz ein. Da gibt es immer noch ein kleines Plätzchen. Und da schreibt der älteste Sohn aus Einbeck, ich komme am Sonnabend um 3 Uhr am Bahnhof ab. Also selbstverständlich war, dass der Vater 1908 nach Braunschweig fährt und seinen Sohn abholt. Ja, wie hat er das gemacht? Es gab ja noch gar keine Autos. Entweder mit der Pferdekutsche oder der Sohn kam auf die Fahrradstange, das war auch eine Möglichkeit. Ja, das hat mich immer mal so beschäftigt. Ich wollte euch und Ihnen aber heute ganz kurz von dem Haus berichten, was ja für alle so hinter Ihnen auch sichtbar ist, und da ein paar Ausführungen machen. Ich denke, das ist auch ganz interessant und das ist auch so ein bisschen, zeigt den Wandel auch eines Dorfes und der Nutzung von Gebäuden, wie das überall so auch ganz ähnlich ist. Die Bauernhäuser und die Bauerngehöfte sind ja aus Großspülper weitgehend verschwunden. Dieses Haus, was Sie so sich hinter sich sehen, ist 1900 gebaut. Sie können dann im Anschluss auch gerne noch mal diese Fotokopie sehen. Da hat sich im Jahre 1911, also vor dem Ersten Weltkrieg, die ganze Familie aufgestellt. Da kam ein Fotograf ins Dorf. Ja, so war das. Nun noch mal zu dem Gebäude. Also das Wohnhaus, in dem wohnt ja meine Tochter mit ihrer Familie, oben unterm Dach noch die Enkeltochter.
Das war das reine Wohnhaus. Es gab noch keinen Strom. Also meine Mutter sagte immer, 1911 kam der elektrische Strom nach Großschwölper. Wie viele von Ihnen das noch konnten, mit so Holzmasten, die überall im Dorf standen. Es gab noch keine Wasserleitung, keine zentrale Wasserversorgung. Und es gab natürlich auch kein Badezimmer. Oben waren drei Schlafräume. Der letzte Raum war als Kornboden gedacht. In dem konnte man auf den Dachboden gelangen, der auch noch für Viehvorräte, für Korn und so weiter genutzt wird. Unten rechts gab es eine sogenannte Alltagsstube. Das hat der Großvater ganz pfiffig geregelt. In der Ecke gab es nämlich eine Tür, die direkt in den damaligen Stall führten. Oft war es ja so, dass die Sauen in der Nacht geferkelt haben. Vielleicht war das Pferd mal krank oder man musste mal nach den Kälbchen sehen. Und da war ja gerade im Winter, wenn alles dunkel war, war es ja sehr zweckmäßig, da gleich vom Wohnhaus in den Stall zu gelangen. Die unteren Räume hatten Einzelöfen, die aber nicht immer in Betrieb gehalten wurden. Wichtig war immer die Küche und der Herd. Das ist ja heute auch noch so. Und es gab natürlich einen Kohleherd. Und als ich heiratete, Mitte der 60er Jahre, habe ich auch noch die Pumpe in der Küche vorgefunden. Also ich hatte da auch frisches Wasser. Vor dem Haus gab es auch noch eine Pumpe, die war dann fürs Wäschewaschen und für die Versorgung der Tiere da. Ja, also es gab eine Alltagsstube unten rechts. Unten links, da gab es so eine Stube mit Plüschmöbeln. Die wurde sicherlich nur bei Besuch oder sonntags gebraucht. Geradezu war die Küche. Hinter der Küche war eine große Speisekammer, die brauchte ja jeder. Es wurden ja viele Vorräte produziert und aufgehoben. Man kaufte ja nicht ein, man war Selbstversorger. Da war das ganz praktisch, Küche und Speisekammer nebenan. Dann gab es noch links von der Küche einen kleinen Raum, der sicher vielfältig genutzt wurde, auch teilweise für die alten Teiler, weil es gab ja praktisch immer drei Generationen. Also die Generation davor, der alte Heinrich Ludwig Schaper, der hat den Hof, diese Hofstelle mal für seinen Sohn gekauft von seinem eigenen Schwiegervater, weil der wollte mit 47 nach Amerika auswandern und hat den Lütkehof in Lagesbüttel und hier diesen verkauft. Wahrscheinlich brauchte man damals viel Geld, um überhaupt auswandern zu können nach Amerika. So, und dann mussten natürlich die alten Leute auch da im Haus versorgt werden. Und wenn man sich das Bild aus der Nähe betrachtet, waren das jetzt keine Rentner, die in der Ecke saßen, sondern die alten Frauen haben meistens gekocht und sich um die kleinen Kinder gekümmert. Die Männer haben vielleicht noch das eine und andere in dem großen Garten geregelt oder Spargel gestochen. Und die jüngere Generation, die mittlere, hat dann die Feldarbeit und die schwerere Arbeit erledigt. Ja, so ging das Leben dann dahin. Aus dieser Familie hat der älteste Sohn, ist ein Lehrer geworden. Die zweite Tochter hat hier den Nachbarn Jäger geheiratet. Und der jüngste Sohn ist im Krieg geblieben, sodass die alten Schapers dann nach dem Krieg wieder allein war. Die Schwiegermutter ist mit ihren beiden Kindern nach Nordheim gegangen.
Es gab dann nach dem Krieg eine Einquartierung. Hier fast jedes Haus musste ja viele, viele Flüchtlinge aufnehmen. Hier gab es eine Familie mit zwei Kindern, einem ledigen Bruder und einem alten Vater, die in das Wohnhaus aufgenommen wurden. Also ich habe, als wir das Wohnzimmer unten links renoviert haben, noch ganz viel Fettflecken an der Wand gesehen. Also offensichtlich wurde dieses ehemalige Wohnzimmer dann als Wohnküche für diese Flüchtlingsfamilie umfunktioniert. Und heute frage ich mich, wo haben denn diese vielen Menschen eigentlich überall ihr Bett gehabt? Also es war, denke ich, schon sehr, sehr beengt mit den vielen Menschen. Ja, so ging es eben weiter und die alten Schapas hatten natürlich nicht viel Geld, Stromleitungen zu legen, neue Stromleitungen, Elektro-Telefon gab es nicht und auch keine Wasserversorgung. Es gab auch noch keine Straßenbezeichnungen, sondern alle Häuser hatten eine Hausnummer. Also dies war die Hausnummer 21 und die Postadresse war Großschwülper bei Meine. Dann kam die Post einfach an. So viele Menschen gab es ja hier noch nicht, also man konnte das gut. Ja, also so lief das dann eben weiter. Und in den ersten Ehejahren haben mein Mann und ich eigentlich immer nur gebaut und renoviert. Es kam ja dann die zentrale Abwasserversorgung, die Wasserleitungen wurden gelegt, alles so in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahren. In der Straße wurden die großen Abwasserrohre gelegt. Es gab Fußwege, die es vorher auch nicht gab. Und hier war es eben so, es gab kein Badezimmer. Es wurde wahrscheinlich in der Küche in der Zinkwanne gebadet früher. Und im Stall gab es das sogenannte Plumpsklo. Die Abwässer aus der Küche liefen aber damals schon unterirdisch in den Straßenregenwasserkanal. Aber deshalb hat es dann manchmal auch im Ort etwas gestunken, wenn es lange nicht geregnet hat. Ja, und der Stall, da wurde dann bald irgendwann, haben wir dann diesen Zugang zugemauert, weil dadurch immer die Mäuse ins Wohnhaus kamen. Das war ja nicht so angenehm. Der Stall war... da gab es alle Tiere, also einmal gab es die Waschküche, vorne war der Pferdestall, da hatten drei Pferde Platz. Dann gab es noch den Kuhstall, ja, für 6 bis 8 Kühe, Schweine, Hühner. Und der hintere Bereich, jetzt der rechte Teil von dem jetzigen Wohnhaus, das war so eine Scheunendurchfahrt. Da konnte man mit Heu- und Strohwagen ganz durchfahren bis in den Garten hinein. Ja, der Stall ist dann 69 ein Raub der Flammen geworden und wir haben uns dann entschlossen, alles zu Wohnungen umzubauen. Und ich wohne heute immer noch gerne hier, obwohl der Verkehr ja so enorm zugenommen hat, aber es ist immer noch mein Zuhause. Und ich finde es großartig, mit meinen Kindern und Enkelkindern hier zu wohnen. Allerdings haben wir nicht einen Herd, jeder hat seinen eigenen Herd, jeder hat sein eigenes Zuhause. Das kann man sich ja heute alles gar nicht mehr vorstellen, in so mehreren Generationen, aber wirklich nur in einem Haus. Das erfordert ja... sehr viel Absprache. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und was ich so mir überlegt habe. Und ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche euch und Ihnen noch ganz viel Spaß heute Abend. Ja, danke.